So, nachdem wir uns jetzt nach dem Zoo erstmal ausgeruht haben, sind wir hier jetzt am Rathaus angekommen. Dort befindet sich auch das Stuttgarter Weinfest dieses Wochenende statt. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen drüber gehen und mal ein wenig schauen. Jetzt haben wir uns auf den Weg gemacht Richtung Außenalster, wo man wollten wir eigentlich Schiff fahren, aber da haben wir uns gedacht, es gibt noch so vieles in Hamburg zu sehen. Und in der kurzen Zeit, wo wir hier sind, können wir da nicht alles machen, was wir wollen. Und hier befinden wir uns jetzt an den Landungsbrücken, nachdem wir jetzt an der Außenalster waren. Dort befindet sich auch König der Löwen und das Wunder vom Bern. Und das König der Löwen, halt, das wird mich ja natürlich mal richtig reizen, weil dadurch, dass ich so großer Disney-Fan auch bin, wird es mich mal reizen, nur wenn die Tickets halt noch nicht so teuer wären. Das ist halt das Ding. Und tja, da hinten befindet sich auch noch der Hafen, der Schiffshafen, wo alles umgelagert wird, was auf der ganzen Welt ankommt, an Containern, wird da verschifft und alles drum und dran. Und der ist schon gigantisch, der Hafen. Da habe ich einmal eine Fahrt mitgemacht und es war schon eine geile Sache, muss ich sagen. So, heute Abend geht es auf ein neues Richtung Reeperbahn. Und heute kommen wir von der Richtung vom Hafen her und kommen dann an die Davidswache und an die Herbertstraße. Aber das werdet ihr alles gleich sehen. Hier stand früher die Esso-Tankstelle und das ist die Wohnsiedlung. Die haben sie aber jetzt abgerissen, weil sie da Luxusimmobilien hinbauen wollen. Was ich eigentlich persönlich Schwachsinn finde, weil das gehörte eigentlich zu St. Pauli mit dazu. Das war Kult, die Esso-Tankstelle und diese Wohnsiedlung da. Das gehörte einfach dazu zu St. Pauli. Dann habe ich jetzt noch einen letzten Eindruck hier von heute Abend von der Reeperbahn her und dann verabschiede ich mich jetzt bis zum nächsten Morgen. Bis gleich. So, nächster Morgen ist angebrochen, letzter Tag. Heute geht es auch wieder nach Hause und wir sind gerade in St. Pauli und wir wollen gerade in Richtung Rindermarkthalle und wollen es uns die mal angucken und tja, kommt einfach mal mit. Danach wollten wir nochmal ins Millantor Stadion oder in den Fanshop rein. Und mal gucken, was wir heute noch so machen. So, das war jetzt halt die Rindermarkthalle. Ich hatte mir eigentlich was anderes darunter vorgestellt. Tja, geht's jetzt da mal Richtung Stadion und schauen wir uns das mal einfach mal an. Hier gehen wir jetzt über den Platz, wo der Dom immer stattfindet. Da war ich im Winter mal und der ist eigentlich richtig geil. Und da hinaus gehen wir jetzt Richtung Millantor-Stadion. Hier ist das Millantor. Und da wollen wir halt mal in den Fanshop und da einfach mal gucken, was sie da so für Fanartikel haben. So, jetzt sind wir hier am Stadion vom FC St. Pauli angekommen. Und ja, es ist schon ein bisschen kleiner als es aussieht. Naja, was heißt das jetzt? Aber es sieht schon halt rustikal aus und es macht es halt sympathisch. Und nachdem wir jetzt beim FC St. Pauli am Millantor waren, sind wir jetzt wieder in der Speicherstadt. Und da wollten wir in die Kaffeerösterei und mal eine Waffel essen und einen Kaffee trinken. Da gibt es eigentlich den besten Kaffee und die besten Waffeln hier in ganz Hamburg. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, mal hierher zu kommen und vorbeizuschauen. So, jetzt sind wir hier in der Kaffeerösterei. Sie hatten zwar keine Waffeln, die gibt es erst ab 13 Uhr, aber da habe ich mir jetzt einen schönen Latte Macchiato genommen, den ich trinke. Und hier, das Besondere ist, hier stellen sie den Kaffee selber her.
das ist was Besonderes hier. Tja, hier finden wir uns jetzt in der Hafen City. Und wir sind wegen einem Grund hier. Ich habe nämlich im Vorhinein mal geguckt, ob die Queen Mary mal wieder hier in Hamburg ist, wenn wir da sind. Und wir haben Glück. Dieses Jahr ist sie, also heute legt sie mal an, Queen Mary 2. Und wenn ich das so sehe, das ist ein gigantisches Schiff. Mich persönlich wird es ja mal reizen, damit zu fahren, da die Welt zu beschippern. Und ja, das wäre schon mal eine richtig geile Sache. So, dann gehen wir mal ein bisschen näher an das Schiff ran, dass wir uns von nahen mal angucken. Und es ist einfach nur riesig, dieses Schiff. Leck mich doch am Arsch, ey. Das ist ja fast wie so ein Hochhaus auf See. Das ist ja mal, wow, das ist der Hammer. So, das war's jetzt mit meinem Hamburg-Urlaub. Und ja, es waren schöne Tage, wie immer halt. Haben viel gesehen, viel gemacht. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Dominik.